kein Skyline ohne Wacken und kein Wacken ohne Skyline, das kann man ruhig mal dazu sagen. Da sind wir auch einigermaßen stolz drauf, können wir sagen, dass wir das so lange Zeit, ich bin ja der Neue, deswegen kann ich das ein bisschen von der Vogelperspektive sehen und ich weiß, dass die Jungs jedes Jahr Bock haben und ich kenne die auch alle schon super lange und immer erzählen, ja, dieses Jahr spielen wir wieder in Wacken und so weiter. Für mich, das gesamte Festival ist schon mal so unfassbar. Also da ist eine Piratenbühne und hier ist irgendwie ein Motorradzelt und da wird gefuttert und da ist ein Feuerschlocker und da ist ein Mittelaltermarkt und dann sind da eben auch noch drei riesige Bühnen mit richtig fett Produktion, wo unfassbar viele geile Bands spielen und du selber bist ein Teil davon. Also ich sag nicht, wir werden da hofiert, aber die Künstler werden da echt gut behandelt, habe ich das Gefühl. Ich hab schon in den letzten Kneipen gespielt, wo, was, wer seid ihr denn? Passion, you know, for the passion of the music. Ich bin der Kajo, wie ihr sehen könnt. Ich bin nicht alleine hier. Und zwar habe ich zwei Mitglieder von Skyline hier. Einmal Joey, schön dich hier zu haben. Und Dan, schön dich auch hier zu haben. Dankeschön. Moin aus Hamburg. Für die Leute da draußen nicht wundern. Dan versteht sehr, sehr viel Deutsch. Allerdings werde ich die eine oder andere Frage auch nochmal ins Englische übersetzen, damit er nochmal gezielter darauf, ja, eingehen kann. Und ja, als erstes möchte ich erstmal mit eurer Band-History, sagen wir mal, kurz abfrühstücken starten, weil wenn man halt euren Namen liest, dann wird das alles immer in den Vordergrund gerückt, ne? Also Skyline, erster Wacken-Headliner öffnen, jedes Jahr seit X Jahren die Hauptbühnen, als Coverband gestartet, erstes Album 2019 nach 30 Jahren, jetzt das zweite Album. Und das wird ja immer so in den Fokus, sage ich mal, gedrückt. Und ich habe das jetzt einfach mal zum Anlass genommen, das am Anfang zu stellen und relativ kurz abzufrühstücken, weil ich mir denke, es gibt tausend andere interessante Themen bei euch. Daher so das Erste. Sind das so die wesentlichen Eckdaten, wo ihr sagt, so, jo, da gehen wir okay konform mit, dass wir so vorgestellt werden? Ja, absolut. Also kein Skyline ohne Wacken und kein Wacken ohne Skyline, das kann man ruhig mal dazu sagen. Da sind wir auch einigermaßen stolz drauf, können wir sagen, dass wir das so lange Zeit, ich bin ja der Neue, deswegen kann ich das ein bisschen von der Vogelperspektive sehen und ich weiß, dass die Jungs jedes Jahr Bock haben und ich kenne die auch alle schon super lange und immer erzählen, ja, dieses Jahr spielen wir wieder in Wacken und so weiter. Das gehört zu der Historie dazu und finde ich auch gut, dass wir als Band überhaupt eine Historie haben. Es gibt ja auch irgendwie andere Beispiele, wo man so, was habt ihr denn sonst noch so gemacht? Und da ist da nichts. Und bei uns sind natürlich, wie du schon sagst, 30 Jahre plus. Jetzt müsste mal irgendjemand ausrechnen, bei wie vielen Jahren wir jetzt wirklich Bandgeschichte sind, mit ein paar Pausen zwischendurch. Da hat man natürlich irgendwie auch eine Geschichte, die vielleicht schon mal, man sieht es ja, wir kriegen schon grauen Bart, wir sind alte Säcke, wo man mal so irgendwo von weiß noch damals. Ich kannte die Band 1990 noch nicht, habe aber mit einer anderen Band ein Jahr später so als kleiner Hüpfer da mitgespielt und daher ist mir persönlich Wacken eben auch ein Begriff schon vorher gewesen, bevor das diesen Monster-Status erhalten hat. Und ja, sind wir einigermaßen stolz drauf. Bevor wir, sag ich mal, auf nochmal gezielt auf Wacken zu sprechen kommen, möchte ich so viel mal so über euch, Band und eure Musik erstmal reden. Und zwar aus eurer Sicht, jetzt gerade mit dem zweiten Album, wie werdet ihr da wahrgenommen? Weil wir hatten das kurz im Off thematisiert. Es war ja sehr, sehr lange eine Coverband. Dann 2019 das erste Album, nun das zweite Album und auch der Sound ist etwas. Also die Zuschauer, die Moshpit Passion kennen, die auch so mich kennen oder auch meinen Musikgeschmack, die wissen, ich stehe auf Heavy Rock, Modern Metal. Ja, und das ist halt genau hier das, was euer Album verkörpert. Und ist jetzt nicht irgendwie so, ja, wie, also weiß nicht, manchmal kommt man ja auf irgendwelche Bands, weil die einem zugeschoben werden. Nee, das ist etwas, was man sich dann, das heißt, selbst erarbeitet hat, wo man darauf hingewiesen wurde, hör dir die mal an, die könnte dir gefallen vom Sound her. Then I hope it's okay, I translate it now in English what I said, because I want to know from your perspective, when it comes to Skyline and the second record, how do you feel?
that people are recognizing you because the early years were more or less about the cover band. Then you released the first record in 2019. Now it's the second one, and I would like to know how do you think or actually see how people recognizing you now? Yeah. In 19, we decided to make an original album, also because of the 30th anniversary of Wacken. And, 30 years after, also the band is maybe a little older, but okay, let's make an original album. And because we were always have been a cover band, this album was original songs, but with the line to all the bands that we covered. So you will find one song is a little Iron Maiden-like. There's a little rock and roll, AC/DC. So that was kind of our mission at that point. And then when you start to make your own music as a band, you get the taste of it. It's actually quite fun to make your own music. And yeah, then came Corona. And you would say that, well, you have time enough to make a new album. But I mean, I live in Denmark. The other guys live in different parts of Germany. So yeah, we didn't make a lot of music in that time. But here, 5 years later, we made this new album in the style that we actually would like to go for ourselves. If we are an original band, that's where we want to go. And regards to the coming from the cover, I mean, you just have to jump in the sea. As long as you do some quality work, I think people will recognize that you for the music and not because of the name Skyline in connection with Wacken. I mean, you heard the album, and I would think that this interview is because you actually think that it's a quite good album. So we let the music speak for itself, I would say. Ich weiß nicht, Joey, ob du noch irgendwas hinzufügen möchtest oder deine Also, Perspektive. du hast natürlich recht, es geht, wie du es eben selbst auch schon gemacht hast, immer voran, dieses Wacken-Ding. Aber wenn dann der Absatz gefinisht ist und die Leute tatsächlich die Musik, die jetzt aktuelle Musik hören, werden wir schon so wahrgenommen, oh wow, die emanzipieren sich jetzt? Oder irgendjemand hat gesagt, ach, eigentlich Vitamin B, Wacken hin oder her, die müssten die jedes Jahr als Headliner irgendwie einladen. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber gedacht, oh wow, was ein Statement. Nochmal, wir sind stolz darauf, mit Wacken in Verbindung zu sein, aber das ist jetzt das Ding, was wir machen, wenn wir sechs zusammen sind. Und dann, wie Dan schon gerade gesagt hat, das war eigentlich, hätte man richtig lange Zeit gehabt, diese Songs zu machen und sich Gedanken zu machen und welchen Style und aber wir haben eben einfach die Zutaten, die wir haben, nämlich uns sechs, zusammengepackt und man schmeckt ein bisschen mehr Dan und ein bisschen mehr Lars raus, aber das ganze Gericht schmeckt eben nach den Zutaten, die da drin sind, ohne dass es jetzt auf irgendwas abzielt im Sinne von: Wir müssen die Iron Maiden-Fans oder die AC/DC-Fans oder die Cover-Fans oder jetzt machen wir ein Akustikalbum oder was irgendwie. So ein Konzept gibt es nicht. Der rote Faden, den das Album ja auch hat, der hat sich so ein bisschen natürlich ergeben. Irgendwann haben wir festgestellt, okay, wir schreiben in eine bestimmte Richtung oder wenn wir das zusammen machen, kommt was Bestimmtes raus. Dann denkst du da ein bisschen mehr drüber nach und auf einmal hast du halt so eine kleine Thematik, die sich in dem Album widerspiegelt. Und ich glaube, und das ist auch so ein Punkt, gerade deutsche Presse geht extrem auf die Texte ein. Was hat das mit dem jungen Monster auf sich? Das könnte ja auch irgendein Metal-Album mit einer Axt und irgendjemand auf dem Pferd oder sowas sein.
aber die Leute kommen schon drauf, ah, okay, da ist so ein bisschen Sozkrit mit drin, ja, und Zeigefinger haben wir nicht, aber wir haben mal so ein paar Themen, die so in der Welt um uns alle herum stattfinden, aufgeschnappt und eben in Texte, auch in Songtexte gepackt, weil wenn du ein Lied brauchst, reicht es eben halt nicht. Dann brauchst du auch irgendwie einen Text dafür. Und das ist schon schwierig und ich glaube, uns ist das ganz gut gelungen, Texte zu schreiben, die nicht nur gut klingen, yeah, yeah, baby, das klingt irgendwie immer gut, sondern auch ein bisschen was bedeuten. Und ja, zudem haben wir halt noch Dan mit seiner fantastischen Stimme, der das natürlich weltgeil rüberbringt. Und das ist auch so ein Extra bei uns, was eben nicht jeder hat. Kann ich definitiv, was du alles gesagt hast, unterschreiben. Übrigens, das war der Metal Hammer mit der Review. Ihr braucht kein Vitamin B. Ihr könntet, beziehungsweise nicht, ihr könntet, ihr müsst auf dem Wacken spielen. Das kann ich genauso unterschreiben, gerade mit der neuen Platte. Und mir ist auch gerade aufgefallen, als wir über das Thema so Sound gesprochen haben, als du sagtest, wenn ihr zusammenkommt, entsteht ein Sound. Und ich hatte ja auch gesagt, so mit moderneren Bands, wo ich aufgewachsen bin, das kann man auch sehr, sehr, sehr gut sehen auf dem Poster. Zoll zum Beispiel, die haben ja auch dieses Jahr auf dem Wacken gespielt und das geht in eine ähnliche Richtung. Das ist jetzt nicht eins zu eins, aber ich würde sagen, ihr seid mehr Zoll wie jetzt ihr Devil Driver als ein Beispiel. Das ist so mehr so klassischer Heavy Metal und da war ich echt überrascht. Wie du auch gesagt hast, wir müssen jetzt nicht mit unserem Sound oder wir wollen nicht mit unserem Sound die Iron Maiden Fans irgendwie beglücken. Obwohl, sage ich mal, das jetzt irgendwie naheliegend gewesen wäre, wenn man halt dieses Wacken-Thema hinzuzieht, weil es ist ja mehr oder kommt mehr aus dem klassischen Heavy Metal und finde das daher nochmal auch irgendwo noch ein Stück, sage ich mal, auch mutiger irgendwo, gerade im konservativen Metal, weil Metal ist konservativ, 80er Jahre. Das Schöne ist halt bei dem Wacken-Festival, um da kurz nochmal zu bleiben, es hat halt seine Tore in den letzten 10, 15 Jahren weiter geöffnet für andere Musikrichtungen, dass da alles spielt und halt auch ja, verschiedene Zielgruppen anspricht und halt, sag ich jetzt mal, Bands mit eurem Sound jetzt nicht nur eine Plattform geben aufgrund von Vitamin B, sondern auch, weil der Sound auch einfach da hinpasst. Und der Fireball, den habt ihr ja nicht ohne Grund, glaube ich, auch als erstes direkt rausgehauen. Ich glaube, im April, Mai, glaube ich, kam der Song schon raus. Und Da kann Dan gleich noch mal was zu sagen, wie das zustande gekommen ist. warum der Song als erstes rausgekommen ist? Ja, gerne, gerne. I travel to Norway with my company. I have a digital Vertrieb. And then we have this, what you call, like Reeperbahn Festival in the north of Norway, Trondheim. And there I met a girl from München. A radio promoter. And I thought, what a lucky punch to go to the north of Norway to meet a radio promoter from Germany. And I played her the demos we had. And she's a very busy girl. And she liked the demos very much. And I asked, isn't it a bit too late to start a campaign of promotion? I mean, this is coming out in September. Yes, it is too late, but we do it anyway. So this girl, she's called Claudia, and she has a radio promotion company, and it's a company full of girls, only girls. All our promotion is done from a team of wonderful, talented girls, and they picked Fireball, and I'm like, I mean, I have no idea. If you say Fireball is the thing, that's what we go with. So it's like the ones who have to promote it and really burns for it have the fire. They pick what comes out. Wow, because they knew what they are doing because it's a hit single, what I call it. It's a typical radio
single. I don't want to say like it's a sellout or mainstream, No, etc. no, no, I no. mean, it's like if I want to listen to a good heavy rock song and I have to choose one song, and there are many good songs on that record, I would pick Fireball, and it's the opener and it kicks definitely in. Like I said, there are a lot of good songs like Human Monster, the title track, Hold On, Running Back to You, Dream, and a lot of songs. But Fireball is like, it's catchy. I mean, the title is always repeating when you're singing it, like a fireball, fireball. So you got it in your Yeah. head, you know, it's sticking in your head. So it's good that you listen to them. And Yeah. also the topic about the song, it's also deep. You know, it's not like about, I don't want to judge about people who are singing about Lord of the Ring topics, etc., but it's personal, you know. It's something where Exactly. I connect to personal, to Yeah. what do you say, like if you criticize our society. I mean, it's a main theme about human monster. Yeah, exactly. You're right. And what I found interesting is when I looked at your schedule when you are playing shows, and was actually Wacken at the main stage and at the Landgasthof, but until now nothing is really planned, if I get it right. Yeah, Oh. we as Dan just said, we were a little bit late with everything. And also with booking gigs. So when we, oh, als wir uns entschieden hatten, oder ist ja auch egal, als wir uns entschieden hatten, eben das Album rauszubringen, in eine Promotion zu gehen, da war es eigentlich schon zu spät, diese ganzen Gigs zu buchen. Deswegen hat sich das dies Jahr ein bisschen reduziert. Wir haben eben halt Wacken gespielt, da am Landgasthof. Es gibt, wird wahrscheinlich noch ein Weihnachtsgig irgendwie geben, aber wir sind ja eh nicht die große Touring-Band, die jetzt irgendwie 50 Shows in Europa spielt. Noch nicht. Wir diskutieren gerade so ein bisschen, und das kann sein, dass nächstes Jahr ein paar Shows mehr kommen als dieses Jahr. Ja, Punkt. Und würde auch gerne die Zeit nutzen, um halt über das Wacken-Festival an sich nochmal zu sprechen. Ist das für euch noch irgendetwas Besonderes oder, sage ich mal, Business as usual, die Hauptbühnen da zu eröffnen? Und habt ihr auch so einen eigenen, ich sag jetzt mal, Ablauf, wie so euer Wacken-Wochenende aussieht? For me, it gets more fun and more fun, and especially when you start playing your own stuff. And this year, it was one of the best for me because you start seeing people actually singing along on your own song. And liking what you spent a lot of time writing and recording. So that was I mean we love to play at Wacken every year. And it's not just business as usual. We live far from each other. The guys in Germany, of course, are a little closer. But we don't see each other that often. So for us it's also yeah, getting together again and having a nice time. And we bring our families. So Wacken for us is always a nice thing. Sehr schön. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Also, wie gesagt, ich bin ja der Neue in der Band und habe das jetzt erst zum dritten Mal mitgemacht. Aber es ist absolutes Mega-Highlight jedes Mal. Für mich, das gesamte Festival ist schon mal so unfassbar. Also, da ist eine Piratenbühne und hier ist irgendwie ein Motorradzelt und da wird gefuttert und da ist ein Feuerschlucker und da ist ein Mittelaltermarkt, und dann sind da eben auch noch drei riesige Bühnen mit richtig fett Produktion, wo unfassbar viele geile Bands spielen, und du selber bist ein Teil davon. Also, ich sag nicht, wir werden da hofiert, aber die Künstler werden da echt gut behandelt, habe ich das Gefühl. Ich hab schon in den letzten Kneipen gespielt, wo, was, wer seid ihr denn? Das ist da nicht so. Egal, ob du so ein kleiner Furz bist wie wir oder eben Judas Priest oder was auch immer.
Das ist super toll gemacht. Da gibt es eben noch so einen Artist-Bereich, der jetzt nicht, das ist jetzt nicht überkandidel Luxus. Das ist einfach nur, da sind auch ein paar Zelte, da kannst du ein bisschen futtern, da kannst du was, du kannst mit anderen Leuten reden. Ich bin zum Pinkeln an der, irgendwie habe ich mich da halb verirrt und bin dann am Zelt von Klaus Meine vorbeigekommen oder so. Oder letztes Jahr habe ich Udo Dirk Schneider irgendwie die Hand geschüttelt. Sowas finde ich eben geil. Plus, wie Dan gerade gesagt hat, wir dürfen unsere Familien da mitbringen. Die sind, haben dann auch mal, wir sehen uns alle als Gruppe nochmal. Dieses, das ist dann nicht mehr Klassentreffen, sondern Familientreffen. Und das macht das eben nochmal, 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 nochmal besonderer für uns im Sommer diesen Gig zu spielen. Und jetzt geht's voll auf. Wir spielen eine Stunde, glaube ich, immer, ne? Und haben, bauen Ja. einfach sechs eigene Songs ein. Und die Leute flippen aus. Und ich meine nicht nur WOA, das ist ein Hammer-Song, der eine kleine Hymne ist, sondern eben auch das neue Zeug. Wir fangen an, Fireball, das fängt an mit Jing, 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 Jing. Und dann sind die ersten paar Töne. Und die Leute reißen die Hände hoch oder singen mit. Das ist für uns total fantastisch. Gibt es Geschichten im Laufe der Jahre oder vielleicht hast du das eine oder andere schon mal miterlebt, wo etablierte internationale Größen auf euch zukommen und sagen so, Skyline, euch gibt es noch, ich habe euch, was weiß ich nicht, irgendwo in den 90ern oder 2000ern schon gesehen und cool, dass ihr immer noch da seid. Gibt es da irgendwie so verrückte Geschichten? Ich hätte eine, aber Dan, go ahead. Go ahead. Ich habe keine Also, Geschichte. ich bin der Neue, jetzt habe ich es 800 Mal gesagt und deswegen ist das für mich alles auch noch immer ein bisschen aufregender als für andere und deswegen zappel ich hier auch so rum. Also, dieses Jahr habe ich das erste Mal erlebt, dass wir tatsächlich einen Gaststar auf der Bühne hatten, was auch so eine kleine Tradition war. Ich glaube, es gab schon, habe ich gerade gesagt, Udo Dirk Schneider, Doro. Gus G von Ozzy Osbourne. Also, da sind schon coole Leute auf der Bühne gewesen. Und dieses Jahr hatten wir Kontakt bekommen über Umwege zu Joey Belladonna. Und dann habe ich ein bisschen das Geschreibsel übernommen und habe einen Kontakt bekommen von Christa Belladonna und habe mit ihr hin und her geschrieben und gesagt, guten Tag, wir sind Skyline und wir spielen hier auf einem Festival. Das Festival heißt Wacken. Wir eröffnen immer die. Und sie schrieb zurück, Skyline, you are legends. We are so glad to come over and play with you. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Das war so, und ich so. Oh. Und dann waren die, kamen die halt an und du kennst ja die Amis, die sind ja auch überschwänglich, aber die waren überschwänglich. Mit in Arm nehmen, dieses Legend-Gelaber und total umgänglich dabei. Also zuckersüß, umgänglich und eben er ist ein Mega-Profi. Wir haben nicht einmal zusammen geprobt, wir haben vorher die Songs abgemacht. Da sagte er, er will was von Journey singen. Da haben wir schon gedacht, Joey Belladonna, Anthrax, Journey. Aber geil, passt zu uns. Irgendwie was komplett Schräges eigentlich. Und dann haben wir mit ihm zwei Songs gespielt. Wheel in the Sky, und wie heißt das andere? Separate Ways. Und nicht einmal geprobt, der Typ kommt auf die Bühne und liefert 1000% ab. Und nimmt dich noch mit, guckt mich an beim Gitarren so, ich habe mich fast verspielt, weißt du? Sowas finde ich irgendwie geil. Und das sind so Stargeschichten, die man dann so als kleiner Pups mal so mitnimmt. Gut. Thank you very much for the time. Thank you, danke schön. Thank you for having us. I wish you all the best and yeah, hope to see or at least to read some more reviews about that record. Wie zum Beispiel Metal Hammer hatten wir ja gerade, kann ich auch nur so unterstreichen. Und ja, würde sagen, spätestens sagen wir Rain or Shine. Wir sehen uns dann allerspätestens erstes Augustwochenende vor der Alles Hauptbühne. klar, Wenn cool. nicht, vielleicht noch irgendwo vorher. Und ja, kann nur noch mal sagen an alle, die es bis dahin gesehen haben, unser Interview, Skyline, Human Monster, jetzt überall da erhältlich, wo es gute Musik gibt. Ich habe euch unten hier auf YouTube die ganzen Links zum Store etc. pp. Verlinkt. Danke noch mal, Joey. Danke noch mal, Dan, für eure Zeit. Ich Danke, wünsche euch Kai. Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank. alles Gute. Dankeschön. Bye, Okay, bye. bye bye.
for the passion of the music.